So. Ich lese European Union Law from Oxford University Press und im Kapitel 1 Introduction Einführung gibt es den Abschnitt 1 Introduction, den habe ich ganz vorgelesen. Das war das Ende von gestern. Und ich habe mir vorgenommen, das Ganze auf Deutsch zu übersetzen, um für mich zu kontrollieren, dass ich auch verstanden habe, was drin steht. Und der geneigte Zuhörer und Zuseher kann so feststellen, ob ich hier Blödsinn rede oder nicht, weil es wird ja in zwei Sprachen gesagt. Und das ist die Idee davon. So. Kann sein, dass ich zwischendurch aufstehe und mir ein Wasser besorge. Ich will nicht, dass das Ganze länger als eine Dreiviertelstunde dauert. Es kann sein, dass ich im Moment Pause mache oder mal im Wörterbuch nachgucke. Das mit dem Wörterbuch nachgucken. Das ist ein einsprachiges Wörterbuch. Das ist hier das Oxford Advanced Learner's Dictionary. Ja, so. One Introduction. Ich lese den ersten Abschnitt vor und dann mache ich das satzweise und versuche das satzweise zu übersetzen. For many people, European Union law interferes for many people. For many people, European Union law interferes with too many aspects of their lives. This was summed up by the headline in a UK paper, Bog Standard. Brussels demands the same toilet flush across the continent after discovering Brits use the most water. Mit Quellenangabe unten. With quote. This story has it all. Met Brussels bureaucrats excessively regulating even how we go to the toilet. Lou couldn't make it up, said UK tabloid The Sun. Yet a closer look reveals a different picture. As the European Commission pointed out, toilet flushing accounts for about 30% of total household water consumption in the UK. Much of this water use is unnecessary. So an eco label can help buyers choose loose with wills. So an eco label can help buyers choose loose that will save water and money. Eco-labeling measures already exists for washing machines. Eco-labeling measures already exist for washing machines and dishwashers, and it is perfectly logical to take steps to help people buy more efficient toilets. In a single market where products are being sold across borders, this is best done at EU level. The question then is, who is right, the Sun or the Commission? So, ich habe so ungefähr verstanden, worum es geht. Ich lese es jetzt sätzeweise vor, versuche das auf Deutsch zu sagen. For many people, European Union law interferes with too many aspects of their lives. Sehr vielen EU-Bürgern für sehr viele EU-Bürger gibt es zu viele Berührungspunkte von EU-Regularien und Aspekten in ihrem Leben, so könnte man das sagen. Oder
für viele EU oder vielen EU-Bürgern beeinflusst die EU mit ihren Gesetzen oder Regelungen oder ich habe immer noch diesen EU, European Union Law, diesen Terminus finde ich zum Kotzen. Ich werde einfach immer nur European Union Law auf Englisch sagen. Also vielen, vielen Menschen, vielen EU-Bürgern, ja, oder für viele Bürger gibt es einen zu großen Einfluss von European Union Law mit Aspekten ihres Lebens. Ja, ich kann es nicht besser sagen. This was summed up by the headline in a UK paper. Das kulminierte, das fand sich wieder in einer Überschrift in einer britischen Zeitung. Und jetzt Bog Standard, Brüssel demands, nee, Brüssels, das ist schon wieder komisches Englisch, aber Brüssels demands the same toilet flush across the continent after discovering Brit use the most water. An der Überschrift erkennt man auch schon, was das für eine Zeitungsmeldung war. Bog Standard weiß ich nicht auswendig, muss ich nachgucken. Soft ground formed of decaying plants, a peat bog, a toilet bathroom. Have you got any bog roll toilet paper? Okay. Bog Standard heißt Badezimmerstandard. Im Grunde genommen muss man jetzt anfangen, eine Vokabelliste zu führen. Bog Standard, Brussels demands the same toilet flush across the continent after discovering Brits use the most water. Badezimmerstandards, Badezimmernorm. Brüsseler fordern dieselbe Toilettenspülung über den ganzen europäischen Kontinent, nachdem sie entdeckt haben, dass Briten das meiste Wasser beim Toilettespülen benutzen. So kann ich das am besten übersetzen, ja. This story has it all. Met Brussels bureaucrats excessively regulating even how we go to the toilet. This story has it all. Met Brussels bureaucrats excessively regulating even how we go to the toilet. Die Zeitungsgeschichte bringt es auf den Punkt. This story has it all. Oder der Zeitungsartikel bringt es auf den Punkt. Durchgeknallte Brüsseler Bürokraten regulieren, bestimmen exzessiv, was wir tun sollen, sogar wie wir unser Geschäft im Badezimmer zu verrichten haben. Lou couldn't make it up. Said UK tabloid The Sun. Lou couldn't make it up heißt, die vorhandene Scheiße hat noch nicht gereicht. Ich kann noch mal nachgucken, aber ich meine, das heißt das.
a toilet bathroom informal. She's gone to the loo. Ja. Porzellandampfer. Ich würde das auf Deutsch mit die Form eine Scheiße hat noch nicht gereicht übersetzen. Im Grunde heißt es Porzellandampfer. Der Porzellandampfer hat nicht gereicht, die Scheiße ist daneben gegangen. So kann man es auch übersetzen. So. Wie gesagt, es ist Lou ist informal English der gebildete Schotte benutzt das nicht. So. Der ist EU-Fan. So kann man das, glaube ich, ausdrücken. Die Farbtemperatur im Video irritiert mich gerade, aber egal. Yet a closer look reveals a different picture. As the European Commission pointed out, toilet flushing accounts for about 30% of total household water consumption in the UK. 30% des Wasserverbrauchs geht die Spülung unter. Spätestens daran merkt man, warum da oben in der Überschrift der Rechtschreibfehler steht. Es ist absoluter Schwachsinn, was da steht. Britische Zeitung muss man lesen können. Yet a closer look reveals a different picture. Nun, ein genauerer Blick auf das, was da geschrieben steht, mit der falschen Überschrift, offenbart ein anderes Bild. As the European Commission pointed out, und das ist auch wieder typisch für britische Zeitungen, die geben jetzt die Quelle an, wer Scheiße gesagt hat. As the European Commission pointed out, toilet flushing accounts for about 30% of total household water consumption in the UK. Wie die Europäische Kommission herausgestellt hat, die Toilettenspülung nimmt 30% des gesamten Wasserverbrauchs eines Haushalts in den in Großbritannien in Anspruch. Und 30% ist ein Drittel. Das heißt, ein Drittel geht das Klo runter. Und das glaube ich im Leben nicht. Deshalb steht da oben auch Box Standard Brussels Demands. Der Grammatikfehler. Zu gut Deutsch, in der EU wurde wieder Scheiße gelabert. So. Das wird hier aber auch in dem Buch nicht erklärt. Deshalb, so ein Buch darf in Großbritannien, ist mir versichert worden, auch nicht jeder haben. Man muss damit umgehen können und man muss auch wissen, wie man eine britische Zeitung zu lesen hat. Ansonsten versteht man dieses Buch nicht. Deshalb übersetze ich das auch so gerne. Für mich selbst, und ich möchte ein paar Wörter mehr drauf verwenden. Das sorgt sonst für Missverständnisse. So. Much of this water use is unnecessary. So hoher Wasserverbrauch ist nicht nötig. Interessant an der Stelle, dass die sich über den Wasserverbrauch gar nicht geäußert haben, sondern nur sich auf den Anteil von Wasserverbrauch beziehen, ist auch schon wieder scheiße. So, an eco label can help buyers choose loo that will save water and money. Und jetzt an der Stelle ist das wieder der Tatsache geschuldet, dass das komplette Scheiße ist, was da steht. Lou, habe ich eben gesagt, der Porzellandampfer ist informal English. Das weiß man auch, wenn man in Großbritannien solche Bücher unter die Nase gehalten wird, bekommt. Man liest nicht viel davon, aber so Sachen muss man dann nachschlagen in so einem dicken Wörterbuch hier. Und
dann weiß man das. Deshalb muss man dazu auch eigentlich informal vocabulary, die Arbeit muss sich jeder selber machen. Es ist noch ein Hinweis darauf, dass es alles einfach nur Schwachsinn und Scheiße ist. So, ein Eco-Label can help buyers choose loot that will save water and money. So. Gesundheitszertifikat, ein Gesundheitssiegel kann Konsumenten, Käufern helfen, Porzellandampfer auszusuchen, die Geld und Wasser sparen. Eco-labeling measures already exist for washing machines and dishwashers, and it is perfectly logical to take steps to help people buy more efficient toilets. Umweltsiegel, Umweltzertifikate. Die bewährten gibt es bereits für Waschmaschinen und Geschirrspüler und es ist eine logische Entwicklung. It is perfectly logical to take steps to help people buy more efficient toilets. Es ist eine absolut logische Entwicklung, Leuten dabei zu helfen, die richtige Kloschüssel zu finden. Und an der Stelle sage ich jetzt einfach mal, auf meinem Bildschirm hat sich die Farbtemperatur gerade verändert. So, da liegt ja daran, dass in Waschmaschinen und Geschirrspülern Wasser heiß gemacht wird und in Toiletten passiert das nicht. So. Eco-labeling measures already exist for washing machines and dishwashers, and it is perfectly logical to take steps to help people buy more efficient toilets. So, den habe ich übersetzt. In a single market where products are being sold across borders, this is best done at EU level. Mit quotes. Mit einem, with quote down on the page, mit einem Zitat am Ende der Seite als Fußnote. In einem vereinheitlichten Markt, in dem Produkte in ganz über Grenzen hinweg gehandelt werden, passiert das am besten, also das Empfehlen von Kloschüsseln auf EU-Ebene. The question then is, who is right, the Sun or the Commission? Die große Frage ist, wer hat recht? Die Zeitung The Sun oder die Europäische Kommission? Und ich habe mich schon weit aus dem Fenster gelehnt, indem ich gesagt habe, UK tabloid made it against the Commission. Die Sun hat recht. So. Man muss an der Stelle werten. Ansonsten erträgt man solche Bücher nicht. So. Damit ist der erste Absatz zu Ende. Nachdem ich das jetzt Satz für Satz durchgegangen bin, lese ich den einmal ganz vor. 1. Introduction. For many people, European Union law interferes with too many aspects of their lives. This was summed up by the headline in a UK paper, Bog Standard. Brussels demands the same toilet flush across the continent after discovering Brits use the most water. This story has it all. Mad Brussels bureaucrats excessively regulating even how we go to the toilet. Lou couldn't make it up, said UK tabloid The Sun. Yet a closer look reveals a different picture. As the European Commission pointed out, toilet flushing accounts for about 30% of total household water consumption in the UK. Much of this water use is unnecessary.
So an eco-label can help buyers choose loose that will save water and money. Eco-labeling measures already exist for washing machines and dishwashers, and this is perfectly logical. Eco-labeling measures already exist for washing machines and dishwashers, and it is perfectly logical to take steps to help people buy more efficient toilets. In a single market where products are being sold across borders, this is best done at EU level. The question then is, who is right, the Sun or the Commission? So, das war der erste Absatz. Und ich lese jetzt einfach mal den zweiten vor. Und dann höre ich auf für heute, weil dann reicht es mir auch. So. The story about the loo flush raises in a microcosm some of the biggest questions facing the EU today. The story about the loo flush raises in a microcosm some of the biggest questions facing the EU today. What should it be doing? How should it be doing it? And how should it be communicating what it is doing? A bottom-up approach, in brackets, no pun intended, brackets closed, would suggest that loo flushing should be a matter of national law. A top-down single market perspective would suggest that EU should intervene when the movement of goods across borders is affected. If the EU does act, how intensive should that action be? The eco-labeling award scheme reveals an imaginative approach to the regulation. The use of these eco-labels is voluntary. Oh, with a Scottish accent, voluntary is quite different to pronounce. Industries apply for the label if they want to get it, and the beneficial reputational kudos that goes with it. They may choose not to, however, if they do apply, their product needs to comply with the criteria set for each product group. In brackets, for example, washing machines, fridges, and now toilets, brackets closed by commission decision, adopted under powers conferred by council regulation 1980/2000, with a quote down on the page. Damit ist der Absatz zu Ende. Der ist nicht ganz so kompliziert wie der davor. Und ich höre für heute auf. Ich lege damit los, dass ich den wieder vorlese. Ich mache hier mal ein Zeichen rein. Ich kann mal nichts reklamieren. Ja. Das wird eine Weile dauern, bis ich das Buch durch habe. Das erste Kapitel hat 8 Seiten. Ich bin noch nicht auf Seite 2 angekommen. Geht aber. Insgesamt hat das Ganze drin 797 Seiten, das heißt, das ist Stoff für 3-4 Jahre bestimmt. Muss mal gucken. Da werde ich wahrscheinlich irgendwann das Tempo ein bisschen erhöhen müssen. Ansonsten komme ich nicht zu einem Ende mit dem Buch. So. Und zwar habe ich auch noch andere Bücher rumliegen, die ich vorlesen wollte. Kann man wieder reinlegen. Tschüss.